Schönen guten Abend Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es noch ein ganz besonderes Video und zwar werde ich heute mal meinen Dad pranken, Leute. Der wird nämlich jetzt gleich zu mir kommen und denkt halt, dass wir eine ganz normale Aufnahme machen, was es halt absolut nie sein wird. Denn mein Plan ist heute mit ihm einen Death Run zu machen und wenn er den schafft, bekommt er eine Playstation. Das hört sich erstmal mega cool an, ist auch mega cool. Ich muss dazu sagen, mein Dad hat sich schon sehr, sehr lange gewünscht, dass ich ihm meine Playstation besorge oder kläre oder kaufe oder wie auch immer. Und er hat unter anderem früher auch gerne Need for Speed gezockt. Deswegen hat Playstation mir sogar noch das ganz neue Need for Speed Heat oben drauf gelegt, Leute. Und das wird auch heute alles bekommen, aber er wird halt safe davon ausgehen, dass wir irgendeinen leichten Defron machen. Er weiß halt, wie gesagt, noch absolut gar nicht, was wir überhaupt machen. Aber, nee, Bruder, leichter Defron ist nicht. Wir werden uns gleich ganz gelegenen Scissors Defron, Bruder, noch nie gehört, was das meiner ist. Den werden wir uns gleich reinpfeifen und ich sag halt meinem Dad, wenn er den schafft, kriegt er die Playstation. Oder werde ich einfach mal gucken, weil der wird dafür wahrscheinlich stundenlang brauchen. Während er die ganze Zeit am Verkacken ist, werde ich halt noch weiter richtig Druck machen und sagen, wenn du das nicht schaffst, Papa, also ich rede dann halt so, als wären wir nicht in der Aufnahme, ne, dann muss ich die Playstation verlosen und du kannst hier nicht haben, sodass er sich im Kopf richtig denkt, nein, Bruder. Was er halt nicht weiß, er kriegt da die und ich habe ja so noch eine zum Verlosen. Also geht er so oder so mit der Playstation nach Hause, aber das weiß er halt nicht. Und ich würde sagen, wir labern nicht lang drum herum, Leute. Falls ihr Bock habt, die Playstation zu gewinnen, wie gesagt, die geht ja als Giveaway dann raus. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Playstation, dass sie mir das Ganze hier geschickt haben und zur Verfügung gestellt haben. Ihr habt dann nämlich auch die Chance, einmal die Playsee zusammen mit Need for Speed Heat im ganz, ganz neuen Spiel zu gewinnen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist mich auf Instagram abonnieren. Also @advifer.de und den Playstation.de-Kanal, Leute, ist alles nochmal in der Beschreibung hingeschrieben. Und als letztes müsst ihr mir dann euren Instagram-Namen in die Kommentare hier in YouTube schreiben, damit ich weiß, dass ihr das gemacht habt. Und ganz wichtig, euer Profil muss öffentlich sein, damit ich auch sehe, wen ihr abonniert habt. Und ja, Leute, dann wird einer von euch da draußen diese Playstation hier gewinnen. Aufgelöst wird das Ganze, ich denke mal so Mitte Dezember, also ich will dem Ganzen ein bisschen Zeit lassen. Aber das seht ihr dann auf jeden Fall in Instagram bei mir. Und dann würde ich sagen, labern wir nicht lang drum herum. Mein Dad sollte jetzt jeden Moment kommen. Und dann spielen wir jetzt mal schön ein paar Stündchen Defron, Bruder. Let's go. Jo Leute, was geht ab? Immer am Start. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ihr seht schon am Titel, heute gibt's was ganz Besonderes zusammen mit meinem Dad. Was geht? Hi. Und weißt du schon, was wir heute machen? Irgendwas mit Fortnite, was ich sowieso nicht kann. So ein Schwachsinn. Fortnite, yo! Das Ding ist, Leute, wir werden heute mal einen Defron machen. Schon wieder? Weißt du, was es ist? Hab ich schon mal Defron gemacht? Ja. Wann? Ich hab noch nie einen Defron gemacht. Jawohl. Hast du raufgenommen. Ein Defron? Ja. Was ist denn ein Defron? Da wurde irgendwie, wo ich schon nicht weiterkam. Wo du mit Boxen. Mit dem Boxen. Ah, stimmt. Ja, wir machen heute noch einen. Und was da lustig ist, der wird schwieriger als der letzte damals. Den habe ich ja schon nicht geschafft. Ja, das ist ja der Sinn. Wie holen bist du eigentlich? Das ist ja der Sinn von dem Video. Denn wenn du den schaffst, weil du musst ganz alleine zocken, dann, du hast wahrscheinlich eh schon gesehen. Was liegt denn da wohl rum? Ey, ist das ja krass. Ist das eine Playstation? Dann gewinnt mein Dad eine Playstation 4. Die ist schon lecker, ne? Ich schaff das doch sowieso, Dad. Ja, deswegen. Dann kann ich die Playstation hier lassen. Denn Leute, mir hat Playstation eine neue Playstation zugeschickt. Und zwar eine PS4 Pro in der Sonderedition. Hast du ehrlich gedacht, dass die vorher unten lag? Ja, guck dir die doch mal an. Ey, Leute, warte. Die sieht einfach so future aus. Die ist einfach blau und teilweise durchsichtig. Sogar die Controller dafür sind blau und durchsichtig. Wenn man die halt anmacht, leuchtet die so richtig krass und so. Deswegen, ich bin richtig happy, dass ich die bekommen habe. Ja, mein Alter, das ist halt jetzt über, ne? Also bekomme ich immer nur den Scheißdreck, den du übrig hast. Ja, plus das neue Need for Speed. Weil du magst ja gerne Autorennspiele und sowas. Mach irgendwann Einfaches, was selbst ich schaffen könnte. Ja, ich würde sagen, ich suche dann jetzt mal einen Defron raus und dann fängst du einfach an zu spielen. Und wenn du den nicht schaffst, bleibt die Blazy bei mir. Und wenn du den schaffst, kannst du die Blazy mitnehmen. Weißt du, kotzt mich an, dass ich mich hier wieder zum Affen machen darf. Ja, denkst du, ich schenke dir einfach so eine Playstation? Und warum nicht? Du bist mein Sohn, ich habe dir auch das Leben geschenkt. Mashallah, das war toll. Mashallah, bereue ich heute noch, mashallah. Wie bereust du heute noch? Vielleicht gehst du heute mit der Playstation nach Hause. Vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht habe ich dich dann noch gern. Aber ja, Leute, ich würde sagen, wir labern nicht lang drum herum. Ich suche jetzt einen Defron raus und dann sehen wir uns wieder in der Runde. Bist schon gehypt. Und wie? Ich suche jetzt wirklich einen schweren Defron, aber mal gucken, Leute. Wir sehen uns. Haut rein. So, Leute, wir haben einen Defron gefunden und so heißt der, ich glaube, warte. Nee, der heißt Scissors Defron oder sowas. Da gehen wir jetzt einfach mal rein, werden den mal probieren. Ich habe jetzt extra keinen ultraschweren ausgesucht, damit man den halt auch hinkriegt. Weil ansonsten wird das halt relativ schwer. Mit der Playstation heute. Ich kann sie dir so schon schwer. Ich kann sie dir mal hier ein bisschen näher hinlegen. Ne, damit du die riechen und sehen kannst, währenddessen du jetzt spielst. Wenn ich die nicht kriege, Lukas, werde ich das 5 Euro Weihnachtsgeschenk für dich streichen. Das steht fest. Hier geht's los. Gut.
Willst du mich verarschen? Das ist direkt eine Falle. Wenn ich dann drauf bin, bin ich tot. Ja, dann musst du halt die trappen, oder? Das haben wir letztes Mal gelernt. Kurz rein. Kann ich nicht, Lukas. Das habe ich das letzte Mal schon in den. Caesar's Death Run ist einer der einfachsten, die es gibt. Du siehst direkt, Level 1. Das ist ja wohl easy. Also, mach du mal hier dein Ding. Ich aber bin jetzt, mich verarschen? Ich muss mal kurz auf Klo. Mach das Ding einfach. Die waren nochmal die Buchstaben. Du musst bis zum Ende kommen. Das ist ein Q, das ist ein W. Ja, was machen die nochmal? Und was fängt beim ABC anders an? A, B, C. Wie macht man das nochmal? Man sagt, hold up. B ist vorwärts, ne? Ja. Das hier ist springen. Genau. Was ist D? Seitlich. A, seitlich. Ja. Was ist S? S ist zurück. Nach hinten. Ja. Gut, ne, das Mikro muss halt schon vorne bleiben. Da musst du halt einen Weg finden, du musst halt reden können. Oh, ich bin aber schon auf die andere Insel gekommen. Das war die andere Insel an der Stelle, aber ganz Lukas, genau. Lukas, das schaffe ich in 100 Jahren nicht. Willst du mich verarschen? Headset anziehen, dann hörst du auch immer, wie du stirbst. So, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich bin mal kurz auf Toilette. Und nicht vergessen, immer schön reden, ne? Hier, Mikrofon. Hallo, hallo? Ich sag dir gar nichts mehr. Ja, mach mal. Der hat's doch nicht mehr, der Bekloppte. Du musst nicht mal reden. Spiel einfach, schaff das Level. Ha! Was? Ha! Was für ein? Ha! Guck, wo ich stehe! Auch der Falle. So, und jetzt, wie war das aber? Ich bin doch zurückgegangen! Was soll das? Bist der bescheuert, ey. Tauscht auf die Welt gebracht. Ey, ihr müsst mich für den letzten Vollpfosten halten, aber den Scheiß habe ich noch nie gespielt. Beziehungsweise hab schon mal gespielt, aber immer ziemlich erfolglos. Mann! Lukas! Jetzt habe ich hier noch niemals irgendeinen, der mir helfen kann. Leck mich am Buckel, ey. Was ist das denn? Lukas! Scheiße, wie kriege ich das weg? Am besten so. Ah, Mann. Die müssten mich alle für bekloppt halten. Lukas! Du Arschloch! Komm her! Ah, Leute. Guck, schon wieder kaputt. Ich bin auch noch kaputt. Video kommt. Muss mir hier mal Hilfe geben. Papa, es ist doch mega einfach. Ja, mega einfach. Ich bin ja immer. Papa, es ist das erste Level. Guck. Ja, du bleibst mitten in der Falle stehen. Was erwartest du? Ja, wo soll ich denn hinrennen, wenn ich wüsste, wo der nächste. Ich schreie mal nicht so in mein armes Mikrofon. Also, ganz entspannt. Warum springst du? Ja. Du da, schon wieder kaputt. Ja, wie wär's, wenn du einfach mal drüber springst, wo die Falle. Ja, wohin denn? Da ist ja nichts mehr. Alter, 100.000 Nikos. Ja, nee, warum springst du? Was machst du denn da? Du hast gesagt, ich soll drüber springen. Ja, das funktioniert. Hab ich doch gerade probiert! Das funktioniert, indem du anlaufst. Lass mich jetzt mal in Ruhe! Ja, da, ich will's einfach zeigen, okay? Ich kann man nur hassen. Du musst Anlauf mit Shift. Nee, ohne Anlauf kannst du dir gar nicht schaffen. Hier ist Shift. Das mit W in Kombination. Da brauche ich ja drei Finger für. Ja, W, Shift, guck, und man springt. Und dann könnte man drüber kommen. Lukas, kennst du die Videos, wo die Leute die Tastaturen kaputt machen? Hör auf, die ist erst neu. Weil wenn ich du wäre, habe ich letztens eine kaputt gemacht. Nein, jetzt gib mal her! Nee, jetzt hau ab, Mensch, jetzt will ich jetzt gucken! Ey! Lass mich in Ruhe! Ich gebe dir einen Tipp, wie es geht. Nur die erste Falle, ich sag dir, wie es geht. Du hast doch eben gemerkt, als du draufgesprungen bist, hey, hier konnte man ja drauf gehen. Ne? Hast du gemerkt? Ja, ich sehe, wie weit man gehen kann. Ja. Immer zu blöd dafür! Jetzt guck. Tada! Ich hab's geschafft! Gut, ich hab's geschafft. Ja? Was machst du denn jetzt? Oh, ich kann das mit dem scheiß Trappen nicht! Ja, Mist! Hallo, es geht um eine Playstation, die kriegst du nicht einfach so. Ich kann das mit dem. So, warte mal. Ich hab dir jetzt gezeigt, wie es geht. Ne, einfach die Tasten loslassen, das bringt auch nichts. Ja, ich hab aber Angst, dass ich jetzt kaputt gehe. Ja, gehst du auch, wenn du langsam nur W drückst. Ich geh jetzt mal darüber. Komm, ich mach dir das erste Level. Nein, ich mach das. Ich mache dir jetzt, du schaffst es doch eh nicht. Komm. Hat dann der Vater-Sohn-Bonus, weißt du? Wer jetzt ein Fremder, würde ich nicht machen. Zack. Ungeschafft. So, weg da. Warte, gehst du erstmal auf den Checkpoint. Ach, der ist ja noch gar nicht hier. Heißt, wenn du jetzt stirbst, Schattenbombe. Ja, was macht man denn jetzt? Also Schattenbombe. Das musst du rausfinden. Das so, weiß ich leider nicht. Einfach rübergehen.
Ja, was war das denn? Da sind ja gar keine Stäbe rausgekommen. Nee, ne? Jetzt bin ich schon wieder da am Anfang. Ja. Das ist eigentlich so easy. Wie komme ich denn so die Bogen rum? Ich kann doch nicht so blöd sein für so ein Dreckspiel. Ja. Bin ich schon am Zittern wegen dem Scheiße? Ja, dann mach doch mal was richtig. Wie wär's denn damit? Hey! Und jetzt schnell rüber. Ich lache mir jetzt zum Heulen zumute. Schon drin. Ja, und tot. Wieso fall ich denn da rein? Du bist ja eben da durchgekommen. Pass auf hier. Man rennt rein, trappt die, springt drauf und weiter und schwuppdiwupps hat man es geschafft. Und dann geht's weiter zum nächsten. So, was war jetzt hier nochmal? Ja, auf jeden Fall nicht wie einfach. Wie kann ich ihn einsammeln? Lest mal, was da steht. Hey! Schattenbombe, aufheben, E. So, und jetzt werfe ich die. Nein. Wie, nochmal aufheben? Gib dir einen Tipp. Komm her. Wenn man die wirft, bist du unsichtbar. Und das Besondere ist, du kannst dich an Wänden hochspringen. Und du hast jetzt eine Schattenbombe, die wirfst du und musst von Wand zu Wand zu Wand zu Wand zu Wand bis in dieses kleine Türchen da hinten rein. Sag mal, willst du mich verarschen? Nee, aber... Ich als Pro-Spieler, ja? Wie soll ich das denn schaffen? Ich zeig's dir kurz. So, ne? Ja. So, dann gehst du halt von Wand zu Wand zu Wand und so weiter. Du rennst ja wieder zurück. Naja, du musst das ja auch machen. Ja, so läuft das. Geh aufheben. Womit werbe ich nochmal? Ja, einfach drücken. Maus. Ja, einfach drücken. Nochmal E. Maus. Ja, Maus. Links. Geh aufheben. Maus, du brauchst ihn nicht immer aufheben. Und nun go. Ich würde dich jetzt so gerne prügeln. Ganz ehrlich. Ja, das saß mir, das wäre ein einfaches Spiel. Warte, vielleicht liegt es daran, wir machen den Game-Sound mal höher. Ja, ich höre schon gar nichts. Ja, daran hat es gelegen. Ne, Leute, dann gibt es hier auf jeden Fall eine Playstation zu verlosen. Wir können das ja echt machen. Wenn du es nicht schaffst, dann verlosen wir die an Zuschauer. Wenn du mir die nicht gibst, kriegst du dein 5 Euro Weihnachtsgeschenk nicht. Ne, wir machen das echt. Wenn mein Papa das okay, nicht schafft, dann machen wir das. Dann verlosen wir die an Zuschauer. Hätte ich die Schule so oft geschwänzt wie du, da könnte ich da doch... Boah, ich würde euch ja gerne die Geschichte über meinen Sohn erzählen, aber da ich seine Kindheit meistens außer Haus verbracht habe, weil ihr nicht sehen wollt, kann ich doch nicht viel erzählen. Wir verlosen jetzt die Playstation. So, Feierabend, ich gebe auf. Lukas! Nein, du gibst nicht auf. Ich gebe auf. Du schaffst das. Ich schaffe es nicht. Papa, ohne Scheiß, da muss ich die Playstation, dann kannst du die nicht haben. Ja, dann kann ich sie nicht haben. Ist mir scheißegal. Nein, jetzt los. Ist ja nicht scheißegal. Du hast sie dir ja wohl schon gewünscht. Jetzt habe ich das schon organisiert. Jetzt mach auch was. Es ist mir scheißegal, Lukas. Ganz nee, ehrlich. Gib dir einfach mal Mühe. Ist das nur... Ich bin mir Mühe am Geben. Das ist nicht... Ja, spring! Ja! Ich bin ein Tier! Wieso hab ich jetzt... Guck mal nach rechts! Mit der Maus nach rechts! Guck! Da! Du hast schon gesehen! Ja! Ja! Das ist noch nicht Ende vom Ende. Das ist das Ende! Nee! Du bist immer noch im allerersten Level! Und das Schöne ist... Ich habe es aber geschafft! Ja, wenn du jetzt stirbst, musst du es aber nochmal schaffen. Nee. Doch. Der Schlagen bringt nichts. So, ich erkläre dir mal ganz kurz. Ich hab doch eh aufgehoben. Ja, du musst auch nicht die ganze Zeit, die kommen immer wieder neu. So, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Du musst die werfen und dann mit W und springen direkt an die Wand. Und immer weiter springen. Die ganze Zeit Leertaste, bis du irgendwann da ankommst. Und nicht werfen und dann erst warten. Nochmal. Ja, und weiter. Noch. Weiter. Ja! Ja! Warte, das ist noch nicht das Ende. Warte, vielleicht. Chill! Vielleicht ist da eine Falle dahinter. Bevor du da reinrennst, guck erstmal. Guck erstmal, da rein musst du. Das ist keine Falle. Dann renn rein. Dann guck. Checkpoint. What's up? Wie einfach das Scheißspiel doch ist. Ja, das war Level 1. Ich seh nix. Ja, das, ja. Jetzt so, und jetzt? Ja, vielleicht guckst du mal mit der Maus ein bisschen rum. Ah, will ich nicht. Da geht's weiter, ein Jetpack. Eine Pfanne? Okay. Das ist eine Pfanne. Falle. Damit muss jetzt ein Ei braten. So, und jetzt? Ja, jetzt musst du da wohl hoch. Mit Leertaste kannst du halt fliegen. Und musst jetzt W dann halt lenken.
Weißt du? Leertaste und W. Hallo. Du musst halt erstmal aufheben, sonst klappt das nicht. Ich dummbatz. Mit Leertaste. Doppelte Leertaste. Wie doppelte Leertaste? Wie einfach. Geh jetzt nochmal zurück. Wie einfach das Spiel doch ist. Wo gehst du denn hin? Du hast es doch schon an. Da, du musst einfach nur hoch fliegen. Hey, und wieder fliegen. Und wieder fliegen. Du musst jetzt einfach nur diesen Defron hier mit fliegen, Falle baiten und weiter hoch. Und da hättest du es dann schon geschafft. Aber mach mal hin, mach mal hin. Wenn ich jetzt wieder von vorne anfangen muss, hau ich dir mal. Nee, aber von da, wo das Jetpack war. Ich mach dir doch nicht das Level. Das muss schön du selber machen. Ich mach dir doch nicht das Level. So, weh? Ich muss mal gerade eine Memo hören, ne? Da kam eine WhatsApp-Memo rein. Ich komm direkt wieder. Ich wünsche dir aber ganz viel Glück, Papa. Wieso hat das jetzt aufgehört? Da ist das Ding ausgegangen. Ja, da hast du wohl zu lange. Dann war eine Sekunde, hätte ich die Schaft gehabt. Warum guckst du dir auch 10 Jahre lang die Decke an? Lukas, ich bin froh, dass ich mir überhaupt wieder angucken kann. Schneid's halt gleich so, als ob das alles in einem flüssig durchgegangen ist. Na klar doch. Hey, was denkst du denn von mir? Du bist ein alter Pro-Gamer. So. Ja, Papa, komm, du bist fast 40 Minuten jetzt dran. Es gibt keinen mehr. Ja, gleich hört er auf. Gleich hört er auf zu fliegen. Ja! Das ist eine Kunst, ohne hinzugucken. Er guckt die Decke an. Ja, dann machen wir weiter. Da gehe ich jetzt nicht mehr. Wo denn? Ja, keine Ahnung. Aber ich sag mal, wie es ist, ne? Vom Ding her können wir eigentlich auch aufhören mit dem Defron. Weißt du, warum? Warum? Ja, weil das einer der schwersten der Welt ist und nicht mal ich den schaffe. Oh, da wurde sie wohl verarscht. Ey, nix, nix, hör auf! Ja, Papa, sag mal ehrlich? Du wirst fast nie von mir geprankt. Das war nur eine Frage der Zeit, bis es immer passiert. Sag mal, willst du mich verarschen? Ist das wirklich einer der schwierigsten? Ja, wer ist hier so weit gekommen? Du oder ich? Scissors Defron sind somit die schwierigsten. Wahrscheinlich dachten sich alle Zuschauer am Anfang, wo ich den Namen schon gesagt habe. Okay, Bruder. Junge, mein Nagel, du hast gerade irgendwas eingehauen oder so. Die hast du dir trotzdem verdient. Eine Playstation. Gut. Wo du jetzt den Controller herkriegst, ist natürlich die andere Frage, aber... Nee, nicht meine, nicht mein! So. Nee, den musst du dir erst spielen, ne? Da würdest du mir mal die Kabel dazu geben. Ja. Da reden wir dann noch drüber. Leute, ich würde mal sagen, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Sei mal froh, du hast eine Playstation bekommen. Du hast mich verarscht. Ja und, du hast eine Playstation bekommen. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Playstation für die coole Kooperation, dass die mir einfach eine Playstation geschickt haben. Und ihr jetzt ja wie gesagt auch noch eine gewinnen könnt, Leute. Deswegen ganz wichtig, abonniert mich auf Instagram, abonniert den Playstation-Kanal auf Instagram und kommentiert hier unter dem Video einfach, wie ihr auf Instagram heißt. Und dann habt ihr die Chance, die Playstation zu gewinnen, Leute. Ich werde euch dann anschreiben. Meine? Nee, eine andere. Keine Sorge. Dann habt ihr nämlich die Chance, wie gesagt, das Ganze zu gewinnen, Leute. Ganz, ganz wichtig, ihr müsst euren Namen dabei schreiben. Euer Profil muss öffentlich sein. Also ich muss halt sehen können, ob ihr mich und Blazy noch abonniert habt. Denn nur wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr Blazy gewinnen. Egal, Leute, wenn ihr das gemacht habt, wünsche ich euch jetzt ganz viel Glück. Wie gesagt, Links in der Beschreibung, da steht nochmal genau, was ihr macht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen im nächsten Video. Du freust dich jetzt, oder? Ja. Ja, wir sehen uns. Und, ah ja, habe ich vergessen zu sagen, der Gewinner kriegt natürlich auch Need for Speed, Leute. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Leute. Ich schau gleich rein, mich hier so zu verarschen, du Idiot.